Hallo, meine Lieben, und zwar habe ich ein neues Video für euch. Und zwar ein Aufgebraucht-Video, Teil 2 für den Januar. Ja, ihr seht, ich habe hier noch so einen roten Kranz um die Lippen rum. Das ist dem geschuldet von der kalten Luft. Jetzt bin ich die ganze Zeit schon Kaufmannscreme am draufknallen. Jetzt brennt doch wie eine Sau, meine Güte. Naja, hier habe ich schon eine ganze Tüte voll. Fangen wir mal an. So, ging zuerst, das ging heute leer. Mein allgeliebtes Spülmittel vom Action. Powerful Cleansing Superfön mit Lemonduft. Sind 1 Liter drin. Kostet 1,14 € beim Action. Ist mein liebstes, wie gesagt. Dann habe ich heute von meinen Hunden von Dein Bestes vom DM für kleine Hunde reich an Lamm- und Granatapfelkerne. Mit Vitaminen und wichtigen Zusatzstoffen. Mit Tierarzt entwickelt, ohne Zuckerzusatz und ohne Zusatz von Getreide. 1000 Gramm in Österreich hergestellt. Habe ich nur in die Box umgefüllt heute. Dann haben meine Hunde gestern die aufgebraucht. Das waren noch 2 Stück gewesen. Insgesamt sind da 4 Stück drin. Zweimal mit Rind und zweimal mit Huhn. Und meine Hunde hatten am Sonntag, also gestern, mit Rind gegessen. Sind 4 Stück, jeweils 100 Gramm, wie gesagt, drin. Zweimal mit Huhn und zweimal mit Rind. Genau. Das sind auch vom Action. Die kriegen meine Hunde zwischendurch auch immer wieder mal. Dann gehen bei uns in der Küche auch von diesem Sacrotan Touch, No Touch Ding Dong. Ding Dong. No Touch Nachfüller. Hygieneseife. Hydra Care. Das hier war mit Eisrose, war eine limitierte Edition, war ein wirklich sehr, sehr, sehr guter Duft. Also hat super sauber gemacht. Der Duft war sehr lange auf der Haut. Die Hände haben sehr lange nach dem Rose gerochen. Sind 250 Milliliter drin und die kosten ja etwa, ich meine, 2,99, 3 € ungefähr, die Teile hier. Die sind ja teuer, aber was willst du machen? Es ist, wie es ist. Genau. Dann habe ich gestern Morgen. Habe ich hier von Jakobs so ein Milka 3 in 1 getrunken. Die sind super lecker, sind 18 Gramm drin. Und das schmeckt wirklich wie heißer Kakao. Richtig lecker. Ich habe davon jetzt noch 2 Stück. Ja, dann ging von meinen Hunden auch das Futter hier leer. Von Pablo. Kraftmenü komplett Mahlzeit ran. Reich an Geflügel und mit Reis. Hochwertige Proteine mit Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren mit Zusatz von Vitamin A, D3 und E. Sind mit Tierarzt entwickelt, sind 3 € und das ging heute leer. Da haben meine Hunde, die kriegen immer wieder mal von allem so ein bisschen was. Genau. So, dann ging heute auch leer. Ich habe heute meine Jungs sauber gemacht, meine Meerschweinchen. Von Dein Bestes, dieses Kleintierstreu, dieses Sägemehl. Da sind 3200 Gramm drin, also 60 Liter. Das ging heute leer. Das muss ich wieder nachkaufen. Dann habe ich hier an unseren Toilettennachfüller, da diesen Toilettenhalter, da von Sanft und Sicher Toilettenpapier. Limitierte Edition, 8 Rollen, A180 platt. Mit diesem süßen Bärchen hier. Genau. Dann gehen hier von meiner Snow White, von meiner Häsin und von meinen Jungs auch das Heu leer vom Center Shop. Genau, da haben wir aber noch. Dann kommen wir zu denen hier, die sind vom Action. Mir schmecken sie gar nicht, meinem Mann schmecken sie. Mir schmecken die überhaupt nicht. Ich will die mal mit Kokos probieren. 130 Gramm, meine Mama hat mir die empfohlen. Ihr schmeckt das auch? Mir schmeckt das überhaupt nicht, ist überhaupt nicht mein Geschmack. Nö, genau. Aber die Döschen hier, die behalte ich, weil das wird rundherum bebastelt. Und dann stelle ich da irgendwelche Stifte oder so rein. So, dann ging auch dieses Futter hier vom Action leer. Das war, glaube ich, von meinen Jungs gewesen. Genau. Dann ging auch hier Pickelunterlagen leer. Ne? Da sage ich so gar nichts mehr zu. Dann auch hier das von meinen Hunden, dieses Snackfilets, gelenkaktiv mit 82% Hühnerbrust und 5% Fett, sind 80 Gramm.
Die essen meine Hunde ganz gerne. Hier die von Alvira. Diese Pets sind 50 Stück drin. Die sind vom Action. Ich finde die super gut. Ich komme mit den großen besser parat und klar als die kleinen. Ich habe die jetzt in meine Dose umgefüllt. Genau. Ja, dann haben meine Hunde die hier leer gemacht vom Lidl mit Kalb. Dann haben meine Hunde auch Blattfutter hier leer gemacht von Winston für kleine Hunde, reich an Geflügel und Hirse, 1 Kilo. Das kennt ihr auch schon, gell? Da brauche ich ja nicht mehr so viel zu sagen. Hier haben wir nochmal Unterlagen. Die haben wir nur umgefüllt in die Box von Sancho, leckere Selection Mix mit Rind, Spinat sowie mit Geflügel, rote Beete und Käse in der Füllung. 400 Gramm, die kennt ihr aber auch schon, die hatten wir auch schon öfters mal. Dann ging bei uns hier ein Weichspüler leer von Lenore mit Aprilfrische, reicht für 68 Wäschen mit Weichheit auf Pflanzenbasis. 1,7 Liter, das ist auch unser Liebstes und damit riecht die ganze Wohnung, wenn ihr die Wäsche aufhängt. Super. Dann gingen hier auch meine Slip-Einlagen leer vom Rossmann, Facel, trocken und diskret für jeden Tag. Extra lang, 30 Stück, ne, die kennt ihr ja auch schon von mir, die Slippies. Dann von meinem Mann sind hier zweimal dasselbe Duschgel, das kennt ihr auch schon. Da brauche ich ja also nichts mehr zu sagen, das kennt ihr ja schon. Hier, das habe ich jetzt mal aussortiert, diesen Labellilo hier. Der ist jetzt schon zu lange offen, genauso wie diese Kamillenhandcreme hier, die habe ich jetzt auch mal aussortiert, auch schon zu lange offen, genauso wie auch diese Creme hier von Florena, das ist alles, ja, 125 Milliliter waren da drin, da ist zumindest so ein kleines bisschen hier, das war auch mit Olivenöl aussortiert, war auch schon zu lange offen, genauso wie diese Darfhandcreme, das war jetzt auch schon alles etwas länger offen, deswegen sind die jetzt mal weg. Dann haben wir hier die Leckerlis, das waren so kleine Kekse mit Hühnchen ummantelt. Dann haben wir hier nochmal Unterlagen. Dann habe ich hier ein Shampoo leer gemacht von Isana Professional. Shampoo mit Hyaluron und Glanz. Mit Hyaluronsäure und Hibiskusblütenextrakt. Milde Reinigung ohne Silikone, für alle Haartypen geeignet. Sind 250 Milliliter drin. Das hatte ich schon mal. Das ist ein so geiler Duft und macht die Haare und die Kopfhaut so sauber und so sanft. Also das kaufe ich definitiv wieder nach. Das ist eine Empfehlung. Dann ging auch das Futter hier leer vom Rossmann. Dann habe ich hier, das war jetzt mit Aprilfrische. Jetzt haben wir diese hier drin. Von Fipres, soll für 90 Tage reichen. Dieses hier hat bei mir ein ganzes Jahr gehalten. Das ging jetzt, Anfang Januar ging das jetzt leer. Also über ein Jahr habe ich das jetzt drin gehabt. Und zwar haben wir jetzt Hawaii Dream drin. Das riecht super gut und kriegt ihr beim Action wirklich günstiger. Weil mein erstes hier mit Aprilfrische habe ich im Rossmann 5 Euro bezahlt. Genau. Dann haben wir einmal die hier. Die kennt ihr ja auch schon. Von uns, genauso wie die hier, die waren mit wertvollen Nüssen und Honig. Genau. Ja, dann habe ich hier einmal meine Kaugummis leer gemacht. Dann von meinen Hunden diese hier, die kennt ihr ja auch schon, da brauche ich nichts mehr zu sagen. Dann habe ich hier von Dogge Öggi Seelenwärmer mit Schokolade habe ich probiert. Habe jetzt noch Vanille. Super lecker, 59 Gramm, kostet 1,19 Euro im Nettomarkt, kann ich euch nur empfehlen. Ja, dann ging bei uns ganz normal Pflaster leer, habe ich aber schon alles nachgekauft. Dann noch einmal die hier. Dann habe ich hier diese Pink Silk Blossom, die große Kerze, die ich auch in meinem Adventskranz hatte, aufgebraucht. Ich hatte noch eins an Vorrat. Oh, das ist ein so toller Duft, echt. Dann haben wir hier aufgebraucht kleine Batterien für meine ganzen Lichterketten. Dann haben wir hier noch einmal Heu aufgebraucht für meine Snow White und meine Jungs. Dann hier für meine Hunde waren das hier diese Gassi-Beutel mit praktischem Griff mit Lavendel. 4x20 Beutel vom Nettomarkt. Die finde ich gar nicht gut, die sind Schrott. Die kaufe ich auf gar keinen Fall nach. Dann, das hier ist eine Empfehlung, haben wir jetzt schon mehrmals aufgebraucht von Isana, limitierte Edition, Schaumbad Silky Berry mit einem seidig-bärigen Duft.
sind 750 Milliliter drin. Ich liebe es und ich gehe damit sehr gerne baden, wie mein Mann auch. Dann habe ich hier von Fa dieses Entdecke Oriental Moments Wüstenrose und Sandelholzduft. Super Duschgel, 52 Milliliter. Davon habe ich auch noch mein Deo. Dann habe ich auch von Fa das hier aufgebraucht. Entdecke Cream in Öl mit Kakao. Kakaobutterduft. Super geil, auch 250 Milliliter. Die habe ich auch schon mehrmals aufgebraucht. Dann genauso wie das hier, davon habe ich noch eins. War auch eine limitierte von Alouette. Sind auch biologisch abbaubar und sehr gut wegspülbar. Deluxe feuchtes Toilettenpapier. Du bringst mich zum Strahlen. 50 Stück. Das ist ein richtig geiler, geiler Duft. Ja, dann habe ich hier von der lieben Abonnentin von Rubinlicht die Duft. Lichter, 18 Stück, Brenndauer 4 Stunden mit Plätzchenzauber aufgebraucht. Die haben wirklich grandios geduftet. Die müsst ihr wirklich mal ausprobieren. Die sind echt super. Dann haben wir nochmal Unterlagen. Dann nochmal das Futterchen für meine Hunde. Dann haben wir nochmal diese und diese Speckis hier. Ihr müsst euch auch bedenken, da kriegen meine Hunde nicht alles auf einmal. Ne? Ja, dann hier nochmal dieses hier. Das ist ja über den ganzen Monat verteilt. Ne? Dann haben wir noch einmal diese hier. Dann haben wir Softlan Ultra Windfrische. Da sind 1 Liter drin. Dann mein geliebtes, ja, Hygienespüler. Dann haben wir hier von meinen Hunden nochmal diese Kekse. Dann hier von Max and More diese Eyeshadows. Die probieren wir da mal aus in dem Video. Dann nochmal die. Das sind alles so Sachen, die kennt ihr schon von mir. Dann nochmal die Unterlagen. Dann haben wir hier nochmal diese von Floralis saugstark und reißfest, diese Küchentücher vom Lidl. So, dann haben wir noch zwei Teile und dann ist die Tüte leer. Einmal die Mascara hier mit Aurora von Essence. Da kann man nichts mehr lesen. Das ist jetzt schon so lange offen. Weg damit. Und einmal haben wir diese Birne aufgebraucht. Da hat mein Mann eine neue reingetan in der Küche. Das war mein Aufgebraucht. Ich muss mich ein bisschen beeilen, weil ich kriege gerade hier einen Anruf von meinem Schätzlein. Und ja, wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich mega über einen Daumen nach oben freuen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, dann verpasst ihr keins meiner Videos. Ich bedanke mich für eure Zeit und dann würde ich sagen, passt gut auf euch auf, denn das tue ich auch. Bleibt gesund und bis dahin. Ciao!